Erste Platte. Ja, wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Wie wir eingerufen sind, war die Rettung und die Polizei schon vor Ort. Die erste Information habe ich von der Polizei bekommen. Also eine Person ist vom Fahrzeug schon heraus gerettet worden und eine Person war noch im Fahrzeug. Da hat die Feuerwehr Stabilisierungsmaßnahmen gemacht. Und anschließend ist dann die Person auch gerettet worden. Es war ja etwas kurios, der Verkehrsunfall. Was war das Außergewöhnliche? Das Außergewöhnliche war, dass die zwei Fahrzeuge sehr weit in dem Wald oder in das Gestrüpp geschleudert worden sind. Also das erste Fahrzeug ist mehr wie 100 Meter im Wald drinnen zum Liegen gekommen. Und das zweite ca. 50 bis 70 Meter. Und das ist für uns Einsatzkräfte sehr herausfordernd, weil natürlich die Gerätschaften alles transportiert werden müssen. Die sehr gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Satlet und der Feuerwehr Steiner Kirchen möchte ich hiermit unterstreichen. Weiß man irgendwas, waren die Fahrzeuge, war das ein Unfall oder sind die der Reihe nach da den Hang hinunter gefahren? Ja, genauere Informationen kann ich in dem Fall nicht geben. Was halt die Unfallstelle zeigt, ist, die zwei Fahrzeuge sind nacheinander in dem Wald. Also sie sind zum Liegen gekommen, es war eine Schneise und das haben wir so vorgefunden. Ich habe das da immer.